Also wer kennt den Ueli Maurer nicht? Er hat zum Beispiel einen Sohn, der macht eine Banklehre. Und das ist ein bisschen kritisiert worden, dass es einfach da nur noch ums Geld geht, wenn man eine Banklehre macht. Aber das ist ja nicht so tragisch. Tragischer war, dass er zum Beispiel besoffen in eine Hauswand gefahren ist und nach der Polizei nicht wollte. Aber der Ueli Maurer hat da wegen seinem Sohn, der einen Unfall gemacht hat und besoffen in ein Haus gefahren ist, kein grosses Drama gemacht. Und jetzt muss der Sohn von Ueli Maurer einfach ein bisschen mehr Autoversicherung zahlen. Also die Prämien sind wahrscheinlich ein bisschen hochgegangen. Und jetzt muss es einfach mit den Prämien abgezahlt werden. Versichert ist er ja gewesen. Es ist einfach dümmer, wenn man bei einem Unfall besoffen verwünscht wird. Der will nachher die Sicherung nicht zahlen. Aber eben der Ueli Maurer hat noch genug Sachgeld im Sack, damit er den Unfall von seinem Sohn noch berappen kann. Das ist kein Problem. Ich habe mit dem Ueli gerade darüber geredet. Er hat gesagt, er sei Millionär und könnte sich einfach wieder ein neues Auto leisten.